Video ziehen wir uns unseren Handschuh aus. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen, um dich sinnlich, weiblich und schön zu fühlen. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. So, dann zieh dir deine Handschuhe an, wenn du welche hast. Und diese Handschuhe gibt es wirklich in allen Farben und du bekommst sie ganz günstig bei großen Online-Versandhäusern, zum Beispiel das große Versandhaus mit dem A oder auch das mit dem E. Und ich tanze dir jetzt die kleine Tanzkombination einmal vor, dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt und ganz zum Schluss tanzen wir wieder beide gemeinsam mit Musik. Okay, dann geht es los. Du stellst dich in eine schöne Pose. Das bedeutet, du nimmst deine Füße erstmal zusammen und drehst jetzt mit deinen Zehenspitzen 45 Grad nach außen. Das heißt, deine Zehenspitzen zeigen jetzt in die Ecke des Zimmers. Stelle dabei einen Fuß auf. Stell den Fuß dicht an den anderen Fuß, also nicht hier so irgendwo hin, sondern dicht an den anderen Fuß. Dein Knie bedeckt dein anderes Knie. Nicht sowas hier, sondern sowas. Du richtest dich auf, bist hier stolz. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Das heißt, du fällst hier nicht so in dich zusammen, sondern du richtest dich auf und stellst dir wirklich vor, hier scheint die Sonne aus deinem Dekolleté. Deine Schultern sind unten, dein Hals ist lang und dein Kopf wird an einem Silberfaden nach oben gezogen. Jetzt packst du deine Hände in die Hüfte und jetzt wackeln wir viermal mit der Hüfte. Als nächstes machen wir eine schöne Pose. Dazu nehmen wir nacheinander beide Arme nach oben. Ich zeige dir das noch einmal vor und dann erkläre ich dir noch mal was dazu. Also erst ein Arm nach oben. Und jetzt der zweite Arm. Tada! Und jetzt erkläre ich dir noch mal etwas dazu. Und zwar, wenn du deine Arme nach oben nimmst, mach deine Arme schön lang. Und auch deine Hände sind schön elegant und gestreckt. Und du nimmst deine Arme jetzt wirklich von unten an nach oben, den ganzen Weg. Das heißt, du fängst nicht hier irgendwo in der Mitte an, sondern du nimmst sie jetzt nacheinander nach oben und du stellst dir vor, du hast den schönsten Arm der Welt. Und schau deinem Arm dabei hinterher. Ja, also von unten an nach oben. Und deine Schulter bleibt dabei unten. Also selbst wenn der Arm oben ist, bleibt die Schulter unten. Tada! Jetzt der zweite Arm. Arm schön lang und gestreckt. Von unten an, den ganzen Weg nach oben. Hinterher schauen. Schulter bleibt unten und tada! Halte diese Pose jetzt hier für 2 Sekunden.
Jetzt streicheln wir ganz genüsslich über unsere Handschuhe. Ja, das ist eine Handschuhchoreografie. Wir präsentieren jetzt hier ganz genüsslich unsere Handschuhe. Okay, dann geht es los. Als nächstes nimmst du deine Arme wieder nach unten. Mach auch das ganz genüsslich. Ja? Generell alles, was wir hier tun, mach das wirklich ganz für dich. Also genieße das einfach. Ja? Denk nicht so sehr daran, wie könnte das jetzt von außen aussehen. Ja, also darum geht es gar nicht, sondern es geht daran oder darum, wie fühlt sich das Ganze für dich an. Mach das wirklich so ganz genussvoll für dich. Ja? Und wenn du das so für dich genießt, dann sieht das auch schön aus. Ja, also genau. Okay, jetzt haben wir unsere Arme wieder unten und laufen als nächstes 3 Schritte nach vorn, und zwar mit dem Burlesque-Tanzschritt, und den habe ich dir hier in diesem Video schon einmal erklärt. Ja, also für den Burlesque-Tanzschritt strecken wir jetzt das Bein, was wir hier schon so aufgestellt haben, nach außen. Das Bein ist wirklich lang, also hier nicht so. Und auch der Fuß ist lang, also nicht so, sondern Beinchen schön lang und der Fuß lang und gestreckt. Und jetzt ein Schritt nach vorne. Jetzt das andere Bein nach außen strecken. Streck, Schritt und wieder das andere Bein streck, Streck und Schritt. Okay, und wir kommen wieder an in einer schönen Pose. Als nächstes zieht wir uns unseren Handschuh aus. Und wenn wir einen Handschuh ausziehen, dann besteht das Ganze immer aus 3 Schritten. Und zwar der erste Schritt ist den Handschuh präsentieren. Der zweite Schritt ist das Handschuh ausziehen. Und der dritte Schritt ist verabschieden vom Handschuh. Ja? Also, wir präsentieren unseren Handschuh. Dazu führst du jetzt einmal deinen Arm in einer großen Bewegung vor deinen Körper und schau den Arm dabei ruhig hinterher. Wir sind immer noch dabei, unseren Handschuh zu präsentieren. Nimm deine Hand vor den Körper und deine Handfläche zeigt jetzt nach außen. Jetzt streichelst du mit deiner anderen Hand einmal genüsslich über deinen wunderschönen Handschuh. Okay, jetzt ziehen wir den Handschuh aus. Dazu greifst du jetzt hier einmal mit Daumen und Zeigefinger in deinen Handschuh und ziehst den Handschuh genüsslich aus und achte auch dabei, dass die Finger der anderen Hand immer schön elegant und gestreckt bleiben. Ja, also alles, was wir hier machen, ist immer schön elegant und genussvoll. Ja, okay, dann ziehen wir jetzt den Handschuh aus. Und genieße das wirklich. Wenn du dich freust, dann ja, sieht es auch gleich viel schöner aus. Okay, jetzt führen wir unseren Arm vor den Körper und ziehen weiter, 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 bis der Handschuh aus ist. Und jetzt verabschieden wir uns vom Handschuh. Dazu drehst du ihn einfach so vor deinen Körper und wirfst ihn weg. Und beendest das Ganze mit einer Schlusspose. Wenn du deinen Handschuh wegwirfst, dann wirf ihn wirklich weg. Also dahin, wo du nicht aus Versehen hier noch drauf treten könntest. Ja, also wirklich weg. Und die Tanzkombination endet mit dieser Schlusspose. Ja, also generell jegliche Tanzkombinationen im Burlesque fangen immer an mit einer Pose und enden mit einer Pose. Und jetzt ziehe ich mir den Handschuh nochmal an und wir machen das Ganze noch einmal mit Musik. Wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben.
Das war das Video zum Thema Handschuhe ausziehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Das hilft mir sehr. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Deine Goldminka.